Wusstet ihr, dass in etwa 5 bis 10 Millionen verschiedene Tierarten auf unserem Planeten leben? Das sind ganz schön viele und dabei sind noch lange nicht mal alle entdeckt worden. Doch abseits von unseren geliebten Haustieren, wie zum Beispiel Hunde oder Katzen, gibt es Tiere, die einfach nur erschreckend und gruselig aussehen. Hallo zusammen. Die folgenden 10 Tiere sehen wirklich irgendwie sehr verstörend aus. Nummer 10. Die japanische Riesenhornisse. Viele Menschen haben schon Angst vor Wespen und natürlich noch mehr Angst vor Hornissen. Aber diese Hornisse legt noch einen drauf. Diese Riesenhornissen töten etwa 50 Leute in Japan und das jedes Jahr. Es gibt in Japan nur eine Spezies, die noch tödlicher ist. Der Mensch. Manchmal werden diese Riesenhornissen frittiert und als Delikatesse verspeist. Nummer 9. Sieht erstmal aus wie Photoshop, oder? Aber das ist einfach nur eine ganz normal große Kokosnussgrabbe. Es gibt noch weitaus größere Exemplare als dieses hier. Diese Graben leben an Land statt im Wasser und können auf Palmen klettern. Sie ernähren sich größtenteils von Kokosnüssen, daher auch der Name. Ihre Zangen sind so kräftig, dass sie damit einfach die Kokosnüsse knacken können. Sie lassen normalen Menschen in Ruhe, doch wenn sie sich bedroht fühlen, greifen sie auch durchaus Menschen an. Man sagt, ein gut platzierter Schnapper mit ihren Klauen kann einem die Hand oder das Bein durchtrennen. Nummer 8. Okay, diese Ameise sieht auf den ersten Blick mal nicht so gruselig oder angsteinflößend aus. Aber diese Ameise wird Patronenameise genannt. Na, könnt ihr euch schon denken, warum? Menschen, die von einer Schusswaffe durchbohrt wurden und von dieser Ameise gestochen wurden, beschreiben den Schmerz haargenau exakt gleich. Ein Stich von dieser Ameise fühlt sich einfach haargenau an, als hätte dich gerade eben ein Waffenschuss durchbohrt. Der Schmerz hält übrigens ganze 24 Stunden an. Man behält dadurch zwar keinerlei Schäden oder dergleichen, aber kein Schmerzmittel soll dagegen ankämpfen können. In manchen Amazonasstämmen wird man erst dann zum Mann, wenn man Handschuhe gefüllt mit diesen Ameisen für ganze 5 Minuten trägt. Na dann viel Spaß dabei, für mich wäre das nichts. Nummer 7. Kommen wir nun zum Wolverine. Oder auf Deutsch Vielfraß. Können wir bitte beim englischen Namen bleiben? Das Tier klingt auf Deutsch einfach nur lächerlich. Also der Wolverine ist eigentlich ein, sagen wir mal, gewöhnliches Tier. Aber was ich nicht wusste, ein Wolverine kann einen Bär erlegen, der einfach mal 10-mal größer als er selbst ist. Außerdem gibt es keine dokumentierten Fälle, wo ein Wolverine mal einen Kampf verloren hätte. Egal gegen welches Tier auch immer. Auch Menschen haben natürlich ohne Hilfsmittel keine Chance gegen einen Wolverine. Sie sind schnell und stark und haben extrem scharfe Klauen und ein sehr starkes Gebiss. Da können unsere Schläge und Tritte nicht so richtig mithalten. Nummer 6. Viele Menschen haben schon Angst vor ganz normalen Spinnen, aber diese Spinne nennt sich brasilianische Wanderspinne und ist sogar im Guinness-Buch der Rekorde für die giftigste Spinne der Welt. Sie ist etwa 5 cm groß, aber das Schlimmste ist, sie attackiert Menschen nicht nur, wenn sie sich bedroht fühlt, sondern für diese Spinne ist es eigentlich eine Art Hobby. Jedes Lebewesen, das sie sieht, wird mit ihrem Gift grundlos attackiert. Sie mögen das einfach. Außerdem hassen sie es, dort zu bleiben, wo sie gerade sind, und deswegen werden sie auch Wanderspinne genannt. Denn diese Spinnenart kann ganz plötzlich überall auf der Welt auftauchen, auch dort, wo sie überhaupt nicht heimisch ist. Sie schaffen es irgendwie immer, die Welt zu bereisen. Den Wissenschaftlern ist es noch nicht gelungen herauszufinden, wie sie das genau anstellen. Sie gehen davon aus, dass sie vielleicht so intelligent sind, um zu checken, dass wenn sie sich zum Beispiel bei Bananen aufhalten, dann die Welt bereisen können, weil sie dann mit eingepackt werden. Nummer 5. Wusstet ihr, dass es eine tödliche Tierart namens Grolarbär gibt? Dieser Bär ist eine Mischung aus Polarbär und Grizzlybär. Vereint ergibt es eine tödliche Mischung ab.
Polarbären sind exzellente Jäger und Grizzlybären sind sehr aggressiv. Das macht den Grolarbären zu einem total guten und aggressiven Jäger. Sobald er Menschen sieht, greift er sie sofort an. Der Bär weiß wohl, wie gefährlich wir sein können. Er scheint außerdem Menschen regelrecht zu hassen. Andere Lebewesen soll er nicht so aggressiv behandeln wie Menschen. Nummer 4. Der Goliath-Tigerfisch macht seinem Namen allen Ehren. Das ist wirklich so ein klassischer Fisch, dem man lieber nicht begegnen möchte. Dieser Fisch versteckt sich in sehr schlammigen Gewässern, also immerhin sehen wir ihn nicht. Allerdings, wenn man durch diese schlammigen Gewässer geht, kann der Fisch ganz plötzlich zuschnappen und dir einfach mal mit seinen Zähnen die Hand oder das Bein abreißen. Nummer 3. Dieser Tintenfisch hat an seiner Unterseite menschliche Zähne. Als wäre das nicht schon gruselig genug, haben die Wissenschaftler keine Ahnung, warum die da sind, wie das nur entstanden sein könnte und was der Tintenfisch eigentlich mit den menschlichen Zähnen macht. Dieser Tintenfisch sieht jedenfalls durch diese Zähne wie ein Monster aus. Nummer 2. Hier ist der afrikanische gekrönte Adler zu sehen. Naja, sieht jetzt nicht so angsteinflößend aus. Was kann einem da schon passieren? Falsch. Diese seltene Adlerspezies macht nämlich gezielt Jagd auf Menschen. Ja, richtig gehört. Besonders Kinder werden ganz gezielt vor dem Adler gejagt, gepackt und dann später verspeist. Na, wenn das mal nicht ein Horrorszenario ist. Nummer 1. Und zu guter Letzt, bitteschön, die japanische Spinnengrabbe. Und ich dachte, die Kokosnussgrabbe ist die größte Grabbe, die es gibt, aber schaut doch mal diese Grabbe an. Stellt euch vor, ihr seid im Wasser und so ein Teil geht auf dem Meeresgrund spazieren. Nein, danke. Welches dieser Tiere war für euch am angsteinflößendsten oder am gruseligsten? Schreibt es mir gerne unbedingt in die Kommentare. Und kennt ihr noch andere Tiere, die euch noch mehr Angst machen? Dann schreibt ihr auch unbedingt in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat und ich vielleicht so etwas öfter machen soll, dann lasst unbedingt einen Daumen hoch, damit ich Bescheid weiß. Teilt das Video mit euren Freunden und abonniert, wenn ihr noch nichts habt, um nichts mehr zu verpassen. Seit dem neuesten müsst ihr bitte auch die Glocke aktivieren, da es seit dem YouTube-Update nur noch so möglich ist, neue Videos auch wirklich zu sehen. Danke für eure Hilfe. Links und rechts kommt jetzt noch zu zwei weiteren gruseligen Videos und in der Mitte könnt ihr ganz bequem abonnieren. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.